Knapp zwei Tage konnten Borussia Dortmunds Profis durchschnaufen nach dem doch überraschend glatten Pokalerfolg vom Samstagabend gegen Holstein Kiel. Hinter mir ist jetzt gerade hier die erste Einheit der neuen Woche im vollen Gange. Und ja, man kann, glaube ich, sagen, es sind entscheidende Tage und entscheidende Wochen jetzt für den BVB. Innerhalb von 5 Tagen geht es dann zweimal gegen RB Leipzig. Am Samstag zunächst in der Bundesliga, am kommenden Donnerstag drauf, dann im DFB-Pokalfinale, und man kann gar nicht sagen, welche Partie wichtiger ist. Das Bundesligaspiel muss Borussia Dortmund auf jeden Fall gewinnen. Das Pokalfinale möchte man natürlich gerne gewinnen. Ja, nach dem Halbfinale gegen Kiel, das dann mit 5:0 doch recht deutlich an den BVB ging, war die Stimmung natürlich gut. Nur getrübt natürlich durch die schwere Verletzung von Matteo Morey, der mit einer Knieverletzung wohl ja mehrere Monate ganz sicher ausfallen wird. Noch hat man jetzt keine ganz genaue Diagnose, aber es wird sich eine Operation anschließen und er wird dem BVB so lange fehlen. Ansonsten von der Personalfront noch keine guten Nachrichten in Sachen Gio Reyna und Erling Haaland. Beide waren heute jetzt hier nicht auf dem Platz, sind bislang hier nicht auf dem Platz, und Gio Reyna ist auch schon nach einer Behandlung nach Hause gefahren. Das muss jetzt noch keinen großen Anlass zur Sorge geben. Man muss mal abwarten, wie der Verlauf der weiteren Woche ist. Ich glaube, Haaland wird spätestens am Mittwoch ins Training einsteigen. Heute auch nicht auf dem Platz. Manuel Akanji, da wissen wir im Augenblick noch nicht genau, was los ist. Auch da würde ich jetzt in erster Linie mal von einer Vorsichtsmaßnahme ausgehen. Ansonsten ist die Stimmung ordentlich. Nach vielen Wochen konstant guter Leistung geht Borussia Dortmund jetzt, glaube ich, mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen in diese finalen Wochen und auch in diese wichtigen Spiele gegen RB Leipzig. Und ja, alles andere als ein Sieg am Samstag würde natürlich einen herben Dämpfer bedeuten für die Champions-League-Ambitionen der Borussia. Angesichts der guten und konstant guten Leistung der vergangenen Spiele allerdings kann der BVB jetzt mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen in diese Spiele reingehen.